man einen Promi erwischt, den junge Leute ganz cool finden, hübsch finden, irgendwelche Models oder irgendwelche Sänger, keine Ahnung, Fußballer, wie auch immer, oder auch bekannte Wissenschaftler, dann ist man erstmal baff, dass die überhaupt sowas glauben, dass die sowas öffentlich sagen, und dann ist es auf einmal irgendwie gar nicht mehr so uncool. Wer Ihnen zuhört, wird merken, Sie empfinden das Leben als großes Geschenk. Ja. Was sagen Sie denn den Menschen, die das Leben eher als Belastung empfinden oder unglücklich sind? Also ich kenne auch viele Menschen, die das eben anders sehen und die eine andere Einstellung zum Leben haben und die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, mit ihrem Unglück zu hadern und das auch auszusprechen und vielleicht auch andere Menschen dafür verantwortlich machen, für ihr eigenes Unglück. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, du, für dich ist das immer alles ganz einfach, bei dir läuft ja immer alles gut. Vielleicht sollte ich da einfach dazu sagen, dass es in meinem Leben auch schon ganz, ganz schwierige Phasen gab und dass ich auch schon, ich hatte schon zweimal einen Burnout, wo ich wirklich auch wirklich es mir nicht gut ging. Und ich habe es aber immer geschafft, weil ich einfach auch dahinter war und weil ich gesagt habe, ich muss daran arbeiten, ich muss da was tun und ich muss auch bei mir selber was ändern, habe ich es geschafft, das immer wieder ins Positive zu kehren. Und ich glaube schon, ohne jetzt anmaßend zu sein, dieser Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, hat seine Daseinsberechtigung. Ich weiß aber auch, dass es Faktoren gibt, die man nicht beeinflussen kann. Und es gibt Krankheiten, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Dinge, die einfach passieren können im Leben, die uns dann einfach so stark prägen und uns in ein Loch fallen lassen, das einfach schwer wieder zu bewältigen ist. Und trotzdem glaube ich schon, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, dass es wieder besser wird und dass es irgendwie positiv wird. Aber man muss was dafür tun, selber. Und ich glaube, man kann nicht darauf warten, dass jemand anders einem hilft. Ich glaube, das ist der größte oder die wichtigste Botschaft in dieser Sache. Man muss selber tätig werden und selber irgendwie versuchen, das ins Positive zu kehren. Ja. Kann der Glaube da helfen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in diesen Jahren als Sportlerin, auch in dieser Arbeit mit meinem Mentaltrainer, wieder ganz viel über Spiritualität gelernt und wie wichtig es ist, an das zu glauben, dass jemand da ist, der uns irgendwie hilft und dass es irgendwie gut wird im Leben. Also gerade wenn es halt eben nicht so gut läuft, dieses Urvertrauen in sich zu haben, das, mit dem wir ja eigentlich geboren werden. Als Baby, als Kind haben wir doch ein totales Vertrauen darin, dass es irgendwie gut ist im Leben. Da machen wir uns keine Gedanken darüber, was sein könnte, was passieren könnte, wenn man mit dem Fahrrad jetzt einfach zu schnell fährt. Kinder machen sich da keine Gedanken darüber. Und genau dieses Urvertrauen wieder zu entdecken und zu spüren, es wird schon gut werden, auch wenn es zwischenzeitlich einfach nicht so gut läuft, es wird irgendwann wieder besser und es wird irgendwann wieder gut. Ist Glaube ein Geschenk? Ja, auf jeden Fall. Wenn man ihn wirklich empfinden kann und Glaube für sich auch so entdeckt, dass man sich damit total identifizieren kann. Ja. Für den Einzelnen ist wichtig, gute Rituale zu haben. Einfach, wie beginne ich den Morgen, den Abend, das ist schon mal eine heilige Zeit. Das andere ist, sich ab und zu einfach mal hinzusetzen, eine stille Kirche, eine leere Kirche oder auch Natur, und einfach sich vorstellen, ich bin vor Gott und es darf alles sein. Ich brauche keine Angst zu haben, vor irgendwas hochkommt, sondern ich bin mit dem, was in mir ist, angenommen. Oder das Zweite ist dann, sich vorzustellen, dass die Liebe Gottes zum Beispiel in das Chaos, in meine Selbstvorwürfe, in meine Zweifel, in meine Neid, in meinen Ärger hineinströmt und das verwandelt. Also die christliche Botschaft ist Verwandlung. Heute gibt es ja so viel Change Management und Veränderungsangebote. Die ganze Esoterik und Psychologie ist voll. Und viele ändern alle zwei Jahre ihre Ernährungsmethode, ihre Sportmethode und bleiben immer die alten. Weil im Verändern ist was Aggressives. Ich muss ein anderer Mensch werden. Die christliche Botschaft ist Verwandlung. Und das heißt, alles darf sein. Es ist gut so, wie ich bin. Aber ich bin noch nicht der oder die, die von meinem wahren Wesen her sein könnte. Oder das einmalige Bild, das Gott sich von mir gemacht hat, leuchtet noch nicht deutlich genug in mir auf. Das Ziel der Verwandlung ist, immer mehr ich selber zu werden. Ich würde jetzt einfach mal drei Zitate vorlesen aus deinem Instagram-Account und du darfst einfach dazu sagen, was es dir so bedeutet. Okay. Das erste Zitat ist, die Bibel ist immer noch die beste Antwort. Mhm.
Ja, die Bibel ist immer noch die beste Antwort. Also ich habe auch eine Bibel zu Hause und ich habe auch eine Bibel-App, die mir dann quasi jeden Tag so den Vers des Tages sagt. Und ich habe einfach so die Einstellung, dass ich morgens aufstehe und abends schlafen gehe mit Danke sagen, also mit Dankbarkeit. Ich glaube, das ist eine Sache, die einen vor allem heutzutage so in einer Welt, in der wir so von Reizen überflutet werden und die auch so schnelllebig ist, sollte man immer ein Stück weit dankbar sein für das, was man hat und diese Dankbarkeit auch praktizieren, weil ich glaube, das ist so der einzige Weg, der dabei hilft, sich nicht so zu verlieren in dieser ganzen Reizüberflutung. Und deswegen sage ich, die Bibel ist immer die beste Antwort. Also wenn, ist es ja normal, dass es im Leben, vor allem auch in meinem Job oder vor allem auch als Athlet, dann, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und die Bibel ist die Antwort, bedeutet für mich einfach, dass egal was kommt, weiß ich, dass es von Gott so vorherbestimmt ist. Also ich glaube einfach, dass man immer wieder aufstehen kann und dabei hilft dann quasi der Glaube, weil du genau weißt, so, er würde dich niemals fallen lassen. Ja, Vergebung, muss man sagen, ist auch eine Sache, die kann nicht jeder. Also es gibt ja sehr, sehr viele sehr nachtragende Menschen. Und ich denke, vergeben ist wichtig, weil man niemals vergessen darf, dass kein Mensch perfekt ist. Und ich denke, Fehler zu machen sind menschlich. Und vielleicht sagt man oder tut man auch mal Dinge, die man im Nachhinein bereut, entweder aus dem Affekt heraus oder weil man gerade emotional ist oder vielleicht auch gerade der Mensch irgendwie eine Phase durchlebt, die schwierig für ihn ist. Ich meine, wir können nicht in andere Menschen hineinschauen. Und ich finde, jeder Mensch, der sich aufrichtig entschuldigt, egal was er getan hat, hat Vergebung verdient, meiner Meinung nach. Und jeder Mensch kann sich bessern, auch wenn er Fehler gemacht hat. Und man muss sich halt dessen einfach bewusst sein, dass Fehler menschlich sind. Ich meine, das Schlimmste, was man, finde ich, tun kann, ist, andere zu verurteilen, weil ich bin auch nicht perfekt. So, wer gibt mir dann das Recht, andere für ihre Fehler zu verurteilen? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Man sollte halt immer so bei sich anfangen, finde ich. Und jeder, der sagt, er ist perfekt oder hätte keine Fehler oder hätte noch niemals Fehler gemacht oder Dinge, die er in seinem Leben bereut, der lügt meiner Meinung nach. Und insofern hat jeder Vergebung verdient, glaube ich. Und ich denke, das ist was Wichtiges, weil sonst, wie gesagt, ist man in einer Welt wie heutzutage, die teilweise sehr oberflächlich ist und auch durch diese Reizüberflutung sehr schnell verloren. Mhm. Und deswegen sage ich dann quasi, Jesus ist immer noch der beste Heiler. Mhm. Ja. Weil man ihm natürlich auch alles anvertrauen kann, ohne dass man verurteilt wird. Ne? Das ist ja zum Beispiel die Sache, wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte, der nicht diese Einstellung hat zum Beispiel, dem erzählt man gewisse Fehler oder Sachen, die man gemacht hat, die man vielleicht bereut oder dass es einem gerade schlecht geht. Und viele Menschen, die treten dir halt mit gewissen Vorurteilen einfach entgegen und die würden dich dann beispielsweise dafür verurteilen. Aber der Glaube hilft dir halt dabei, mit jemandem zu reden, an den du glaubst, der dir Hoffnung schenkt und der dich quasi nicht verurteilt. Mhm. Und das ist so eine Sache, glaube ich, die sehr, sehr wichtig ist. Was begeistert Sie an Gott? Die Freiheit, ich kann es ja jedem immer sagen, vor allem die Leute, die dauernd über Kirche jammern, die Freiheit, dass wir alle mit solch einer Freiheit ausgestattet sind. Der liebe Gott ist so offen zu uns, er lässt uns sogar die Freiheit, dass wir seine wunderbare Schöpfung vor den Karren fahren. Musst du mir vorstellen, wer lässt es zu? Dass ich selber mich gestalten konnte, dass ich mein Leben gestalten konnte, dass ich Menschen prägen konnte. Was ist das für eine Macht, die er mir gegeben hat? Das begeistert mich. Diese Lässigkeit, die Jesus dann in den Evangelien dann aufarbeitet, wenn er dann sagt, so, nehmen wir das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, gell? Lass beides wachsen. Mach dich du nicht zum Herrn darüber, was ist Unkraut, was ist Weizen. Das ist natürlich ein Teufelskreis. Je mehr sich die Leute von einem gesunden Glauben entfernen, umso mehr bleiben die übrig, die einen kranken Glauben haben und die machen wiederum krank. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir für einen gesunden Glauben ermutigen und die Leute begeistern, damit die sich den anderen zuwenden können. Gell? Was bedeutet für Sie Christsein? Gott vertrauen. Auch in schwierigen Situationen einfach Gott vertrauen. Aber auch in Situationen, wenn es richtig gut läuft, macht mir manchmal Angst, weil man neigt ja dann gerne dazu, stolz auf sich zu sein. Und das ist immer eine ganz gefährliche Situation. Da muss man den Stolz schnell wegdrücken, weil letztendlich weiß man, woher man seine Möglichkeiten hat, Leistung zu bringen. Das ist einfach nur von Gott gekommen, das Talent von Gott gekommen. Und deshalb, was bedeutet Christsein? Gottvertrauen. Wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen? Wer hat angefangen, mit Ihnen zu beten? Ich habe auch Höhen und Tiefen gehabt in meinem Glauben.
Damals hat mich der Jorginho 1989, als ich 17 Jahre alt war, dann im Bayer Leverkusen-Kader war, zum Bibelkreis eingeladen. Ich war zwar schon katholisch, war Ministrant und habe eigentlich schon immer so ein bisschen an Gott geglaubt, aber da habe ich mich dann schon ab da intensiver damit beschäftigt, aber auch mit Höhen und Tiefen. Ich glaube schon, dass wir in einer Zeit sind, auch gerade bei Fußballern, wo die Gehälter so extrem hoch sind und ja, man immer nach Leistung bewertet wird und wie ein lebendiges Statussymbol rumgereicht wird, dass die schon merken, das kann es nicht sein, was mich glücklich macht. Und das spüren die relativ schnell. Das war ja nichts anderes, wie ich, als ich 17 war, wo ich auch gemerkt habe, ja, die Leute in dem Bibelkreis, die haben alle was, was ich nicht habe. Ich habe zwar einen tollen Vertrag, ein tolles Auto mit 18 Jahren, aber die haben, und das spüren die Menschen heute. Und dann kommen dann halt wieder so Werte, wie Glauben, wo die sich dran festhalten. Wo die halt merken, ja, da finde ich meinen Frieden. Ja, der tolle Job oder das tolle Bankkonto, das macht mich nicht glücklich und zufrieden. Wir haben die Dimension Glauben schon so ein bisschen angekratzt. Das heißt ja auch, Glaube kann Berge versetzen. Haben Sie in dieser Hinsicht schon mal irgendeine besondere Erfahrung vielleicht gemacht? Glaube kann für mich tatsächlich Berge versetzen. Glaube ist für mich was, was mir immer hilft in Momenten, in denen es mir schlecht geht. Ich bin tatsächlich jemand, der, wenn was ist und ich selber irgendwie mich finden muss, in die Kirche geht und zwar auch ohne Gottesdienst, der sich dann einfach hinsetzt und die Ruhe genießt und diese ganz besondere Stimmung, die es da auch gibt, auf sich wirken lässt und dann einfach versucht, wieder zur Ruhe zu kommen. Und für mich funktioniert das sehr häufig. Also auch in Situationen, in denen man denkt, ich weiß jetzt irgendwie nicht mehr weiter oder es überfordert mich gerade alles. Einfach diesen Moment zu genießen, manchmal auch noch den Rest vom Weihrauch zu riechen. Das ist einfach was, was mir immer wieder Ruhe mit auf den Weg gibt. Und das hört sich vielleicht auch für den einen oder anderen absurd an. Das ist aber auch okay, wenn es sich für jemand anderen absurd anhört, weil ich glaube, für einen selber muss es irgendwie der richtige Weg sein. Und es gibt manchmal so Momente, ich radel super gern durch unsere Stadt, ich fahre meistens ehrlich gesagt mit dem Radl. Und es gab einen Moment im Sommer, der nicht ganz, ganz einfach war, wo vieles auch zusammengekommen ist. Und ich bin nachts über die Wiesen geradelt und habe mit meinen Kopfhörern die Ouvertüre von Tannhäuser gehört. Ich liebe Wagner-Opern. Und dann habe ich in dem Moment irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich Kraft geschickt bekommen habe von oben. Ne? Wie so eine Art Lichtstrahl oder sowas. Ich kann es gar nicht näher beschreiben. Und dann bin ich zu Hause angekommen und habe mir gedacht, passt. Und dann konnte ich irgendwie auch schlafen. Weißt du eigentlich noch, wenn du so alte Interviews von 2004, weißt du, was du da damals gesagt hast? Wichtigste Person der Zeitgeschichte im Kicker? Jesus Christus. Das hat mich gewundert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Warum? Warum Jesus Christus? Für mich ist das einfach, weil es natürlich so ist. Ich meine, dass wir, da kommt jemand auf die Welt und hat... Ich habe nur also klargestellte Aufgaben, aber es ist ja nicht so, also auch die waren auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Es ist ja auch nicht so, dass man hier runterkommt und sagt, so, erstmal muss ich den Beweis antreten für alle, die gerade leben, dass es mich tatsächlich gibt, weil bisher war das nicht hundertprozentig klar, zumindest nicht allen. Also hat das schon mal, das war der positive Teil dieser Aufgabe, aber am Ende lasse ich mir alle Sünden auf und lasse mich dafür ans Kreuz nageln. Das ist jetzt nicht so. Und es ist einfach die einschneidendste Geschichte für mich als Christ aller Zeiten, logischerweise, weil sich damit alles verändert hat. Weil sich natürlich, es hat lange gedauert, bis das dann auch diese frohe Botschaft tatsächlich flächendeckend verkündet würde. Und auch auf diesem Weg ist nicht alles richtig gemacht worden. Aber ich lebe nun mal in der Jetztzeit und halte diese, das ist die großartigste Tat, die vollbracht wurde. Und wir werden alle nicht in der Lage sein, das auch nur im Ansatz natürlich leisten zu können. Müssen wir aber auch nicht, weil wir haben ja jemanden, der das für uns tut. Das ist sehr, sehr tröstlich. Und deswegen, klar, einfache Antwort. Gute Antwort. Ausnahmsweise. Ich meine, ich bin zum Beispiel ein Fan von Science Fiction. Ich bin totaler Fan von Astronomie und so Weltall. Aber für mich ist das jetzt mal ein Gottesbeweis. Dieses faszinierende Werk der Naturgesetze muss ja jemand geschaffen haben. Das ist ja nicht zufällig, ja, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, was wir alles sehen, erleben und das muss einer geschaffen haben, sozusagen ein Weltenkonstrukteur.
wo sich am manchen zu erklären, dass ich schwer tut mit Gott. Schau, das gibt es ja, gibt eine Regel. Du könntest die Flasche da hinten fallen lassen, die fällt runter. Und machen wir die nächste, fällt auch runter. Also das Gesetz der Gravitation. Irgendjemand muss es ja gemacht haben. Das habe ich gemacht, oder Sie oder irgendjemand hat diese Regel, dieses Naturgesetz gemacht. Und ja, und am Anfang stand halt das Wort. Ohne dass man jetzt wirklich genau Genesis naturwissenschaftlich bis in die kleinste Exaktheit nachvollzieht. Das finde ich dann immer albern, zu versuchen, den Glauben zu widerlegen, indem man dann auf die Genesis geht und sagt, ja, Moment, da war ja der Urknall und dann hat ja Millionen. Das finde ich sehr, sehr albern und auch ehrlich gesagt dem Thema nicht angemessen. Du bist Astrophysiker, du schaust ins Weltall. Hast du da schon mal Gott gesehen oder etwas, wo du gemerkt hast, es gibt ihn? Das ist natürlich eine Berufskrankheit von uns Physikern, dass wir eigentlich nur auf die Materie schauen und was da ist. Das, was wir uns vielleicht zugestehen, so professionell, ist, dass wir tatsächlich hinausschauen und sagen, Mann, ist das schön. Ja. Ist das groß? Ist das überwältigend? Ist das wunderbar? Und da bleibt es manchmal stehen, bei vielen eigentlich, dass sie sich nicht trauen, noch weiter zu gehen. Und was ist noch weitergehen? Zu fragen, woher kommt das, oder? Ja, das ist natürlich die große Frage. Ich glaube, es gibt so einen philosophischen Gott, der ist einfach, das ist vielleicht die Sammlung der Naturgesetze. Ja, da glaubt auch ein Naturwissenschaftler dran. Ja. Und das sagt auch die Bibel, am Anfang war das Wort. Ja, also es muss irgendwelche Regeln geben, Naturgesetze, Logik, nach der diese Welt funktioniert. Ja, und darin glaubt der Naturwissenschaftler eigentlich. Und du, an was glaubst du? Und ich glaube, dass Gott nicht nur etwas ist, sondern jemand. Dass er noch mehr ist, dass das, was uns so ausmacht, mit Glaube, Liebe, Hoffnung, dass das nicht so eine Illusion ist von uns, die wir uns so ausdenken, sondern dass Glaube, Liebe, Hoffnung von Anfang an da war in diesem Urknall, in diesem Anfang dieser Welt, in dieser Schöpfung dieser Welt. Und dass da immer irgendwie noch Hoffnung ist, auch wenn da alles nur Materie und Regeln und Gesetze und vielleicht ein zynisches Verzweiflung und es wird alles schlechter. Nein, es gibt auch Hoffnung und Zukunft und Leben und auch eine Zukunft für jeden Einzelnen. Und das ist so ein Glaubenssatz, den man aber nicht im All findet. Ja, das heißt aber, für dich ist das überhaupt gar kein Gegensatz, einerseits an einen persönlichen Gott zu glauben und andererseits Wissenschaftler zu sein. Ja, absolut nicht, sonst wäre ich ja nicht Wissenschaftler geworden. Das, also woher kommt denn diese Annahme, dass man nur entweder Wissenschaftler sein kann oder an Gott glauben kann? Ich weiß es nicht, ich habe es bis heute nicht begriffen, weil viele, viele der großen Wissenschaftler, die unsere Wissenschaft geprägt haben, hatten eine sehr, sehr intensive Beziehung zu Gott, waren sehr gläubig. Gerade auch in der Astronomie, in Kepler war es ein sehr tiefgläubiger gläubiger Mensch, andere Wissenschaftler. Auch ein Planck, der die Quantenphysik gemacht hat, war ein gläubiger Wissenschaftler. Also das ist in Wissenschaftlern schon lange so gewesen. Vielleicht bei Physikern unter Umständen noch mehr, weil sie oft so hinter die Dinge schauen. Ob wir hier sind oder nicht, macht dem Weltall überhaupt nichts aus. Ja? Also die Erde könnte morgen explodieren und im Weltall würde nichts passieren. Aber es würde fehlen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das hat mal ein Kollege von mir, Harald Lesch, gesagt. Wer würde ohne den Mensch da sein? Was würde ohne den Mensch fehlen in diesem Weltall? Und da ist mir so wichtig, auch zu glauben, dass da ein Gott ist, für den wir wichtig sind. Für den, der hinter diesem Weltall steckt, der in diesem Weltall steckt, aber für den jeder einzelne Mensch wichtig ist. Und ich glaube, das würde ich vermissen, wenn ich meinen Glauben nicht hätte. Eigentlich schon immer. Ich hatte eigentlich auch nie eine Phase, wo der Zweifel größer war als der Glaube. Man hat ja keinen Beweis, aber für mich persönlich ist die Vorstellung, dass alles naturwissenschaftlich begründbar ist, was es ja ist, aber daraus dann herzuleiten, dass es etwas nichts Übergeordnetes gibt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ist für mich so eine absolute Entschiedenheit für ein Leben mit Gott. Und dieser Entschiedenheit folgen meiner Meinung nach Taten. Also klar, das ist eine Herzenshaltung, also du merkst, ich brenne davon, ich kann gar nicht anders quasi, als das zu leben sozusagen und meine Mitmenschen auch so zu begegnen. Also Christsein zeichnet sich für mich aus durch eine Liebe, dass ich sage, hey, ich liebe meinen Gott, das ist für mich eine Beziehung, durch ein Vertrauen darauf, dass er das Beste mit mir vorhat, durch eine Hoffnung darauf, ich weiß das nicht, ich hoffe das, und durch eine Zuversicht, dass meine Zukunft in seinen Händen ist und dass das gut wird. Ja. Ich bin jemand, der eine Biografie hat, der viel erlebt hat, wo es versucht wurde,
auf Freizeiten, die ich erlebt habe oder Veranstaltungen, das Glauben eingetrichtert wurde. Und ich möchte bewusst liberal sein, liberal im gesunden Sinn, im freien Sinn zu sagen, weißt du eigentlich, wie sehr du geliebt bist? Und jetzt exploriere, teste dich aus, lebe dieses Leben, hol dir blutige Nasen, mach Fehler. Dieser Gott lässt dich nicht allein. Wir haben für unseren Sohn den Taufspruch ausgesucht. Und fliehe ich ans äußerste Meer, so würde doch deine Hand mich halten und deine Rechte, aus dem Psalm 139, deine Rechte mich halten und deine Hand und so weiter. Das will ich meinem Sohn da sein. Und ich bin kein, und ich glaube meine Frau auch nicht, wir nehmen ihn mit in Gottesdienste, wir nehmen ihn hier mit, wir erzählen ihm und so weiter und so fort. Ich erzähle ihm gerne die Jesusbegegnung, die ich so schön und heilsam finde, aber ich drücke ihm das nicht rein. Und dann kommt er neulich und sagt, ich glaube, er war beim Skikurs, war es, oder ich weiß gar nicht mehr, was es war, kommt er neulich und dann sagt meine Frau zu ihm, hey, der Papa hat gesagt, das hast du so toll gemacht. Und er hat gesagt, ja, das kann ich, weil Gott mich einfach toll gemacht hat. Ja. Ah, sensationell. Und wenn dann sowas kommt, dann könnte ich heulen, weil ich das so schön finde, weil das von ihm ganz tief drinnen kommt. Und dann denke ich mir, hey, da ist was angekommen. Das ist gesund. Es gibt so viel kranken Glauben leider, ja, so viel Krankes, aber das ist so gesund. Wenn ein Mensch weiß, ich darf Fehler machen, ich werde nicht ausgestoßen, ich werde nicht rausgeschmissen, ich darf Fehler machen und dieser Gott, der steht zu mir, der liebt mich, der bleibt da. Auf der Grundlage, das ist auch das, was ich mit Leuten therapeutisch habe, auf der Grundlage ist Leben möglich. Also du bist ein grandioser Musiker und Künstler, das kann ich jetzt so wirklich authentisch sagen, das fühle ich so. Dankeschön, sehr lieb. Einfach sensationell und vor allem mit einem besonderen Tiefgang und das ist nicht selbstverständlich. Und in dem Zusammenhang, wie spontan bist du? Das Leben fordert Spontanität von was. Von dem her, ich vermute, jetzt sage ich das in die Kamera, er hat irgendwas Schlimmes vor. Von dem her, ich bin hier mitten in der Antwort und da kommt irgendwas. Nein, jetzt bist du bereit, einen Handstand auf dem Klavier zu machen, oder? Nein, gar keine sportliche Höchstleistung. Frage, würdest du für uns einfach das Lied Mein Ziel anspielen? Oh, natürlich, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Seid ihr bereit? Noch kaum greifen, doch ist nicht alles klar. Ich bin auf einer Reise und bin noch nicht ganz da. Ich bin noch nicht ich werde, noch ist hier nichts perfekt. Ich bin auf der Suche und du hast mich entdeckt. Und ich lauf so weit ich kann, seh so weit ich will, denn der Himmel steht mir offen, Himmel in mir fühl. Du bist mein Ziel, meine Leidenschaft, du bist mein Weg. Du bist meine Kraft und ich suche dich, lauf auf dich zu, lass alles hinter mir. Du bist hier, bist mein Ziel.